Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei der nächsten Runde League of Legends und mir den D-Wert AK Kingsplay. Liga, es ist kein Fun-Game, ich bin allein. Ich hoffe, man hört den Sound nachher auch so halbwegs, weil ich habe leider heute mal wieder irgendein Problem. Ist immer ein technisches Problem und zwar, meine Kopfhörer wollen partout keinen Sound wiedergeben, stattdessen die normalen Boxen. Nur wenn ich die normalen Boxen wiedergebe. Ja, ihr wisst, das ist jetzt nicht der Aufnahmesound. Ich hoffe, es läuft trotzdem wie geplant. Ja, was kann man sagen? Wir schauen einfach mal rum. Heute spielen wir mit... Also ich Ryze. Ha! Chaco, Jungler. Sehr gut. Morgana, Support, Graves, AD Carry logisch und Zed in der Mitte. In der Mitte gegen Fizz. Master Yi ist in deren Jungle. Der hat natürlich auch Teleport. Die blöde... Leona. Corki Botlane. Und ich habe Rumble. Hab ich gefühlt noch nie in Ligaspielen vor mir irgendwie gehabt. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, wenn der gut ist. Ich hatte mich gestern ein Ligaspiel, das habe ich nicht aufgenommen. Ich habe einfach nur so gespielt. Ein Ligaspiel gewonnen. Vorher allerdings gegen Gnar auf der Top-Lane, was ich so auch noch nicht hatte. Da war ich schon eigentlich erstaunt. Der hatte nur AD, den AD, AD, alles auf AD und natürlich Magie, Rüstungsdurchdringung. Der hat mir schon ein bisschen zugesetzt. Erstaunlicherweise die zwei, drei Hebe immer nur. Also wir haben gewonnen, das Spiel. Aber so allgemein muss ich schon sagen, der war schon ein bisschen was fotzig, sag ich mal so, um es mal ganz, ganz böse auszudrücken. So, ohne Sound zu spielen ist schon ein bisschen was komisch. Wow, shit. Oh. Ach, was mache ich denn hier? Oh, da ist Tit. Ich setze den Push mal eben. So, ups. Ups. Chaco hat die gegankt. Hahaha. Sehr schön. Ein Kill für den Jungler. Das ist wirklich allgemein ganz gut, wenn das Jungler betrifft. Und dann noch jemand wie Chaco, der ja wirklich von 0 auf 100 da aus dem Jungle gesprungen kommen kann oder sonst woher. So. Führen wir mal die Lane ein bisschen ein. Also gleich. Jetzt bringt hier nichts. Rumble, ja, ich könnte dich schon längst wissen, du kleiner Sack, du. Komm nur nicht ans Tageslicht. Ups. Na, nun komm doch schon her, du. So. Oh, stehen mir die Minions von ihm hier im Weg? Ich glaub's ja wohl nicht. Ich denke, ich habe 0 Mana, aber... Geh ich einfach mit normalen Angriffen auf den Sack. Bringt nicht viel, aber... Ich meine, er regeneriert so schnell. Jetzt muss ich mal gucken. Wieso kriegt er so viel Regeneration? Ach, noch den Mana-Trank. Lebenstrank, Entschuldigung. So, jetzt gehe ich mal warden. Master Yi ist so lange weg. Ist nicht gut, er bleibt auf der Karte auf einem Punkt stehen. Heißt ergo, sehr wahrscheinlich, er kommt nicht ganken. Na, Master Yi ist doch, der kommt so weit vor. Auch nur wahrscheinlich, weil ich kein Mana habe, sieht er das. Was sollte das denn? Master Yi muss ja hier irgendwo gewesen sein. So, Chaco. Oh, du bist so langsam. Ist natürlich ungünstig und doof, aber was will man machen? Naja, damit braucht er niemanden hervorlocken aus dem Ofen. Jetzt habe ich nur ein bisschen Luft gewonnen. Naja, ich habe auch nur meine Träne. Ich muss mindestens noch ein, zwei Mal zurück. So langsam, wie ich zumindest gehe, ja. Ich meine, 360, das ist gut. Das schaffen ja manche hier nicht mal mit Schuhe. Wie heißt das gerade so mit Schuhe? Ja.
So, machen Auto-Hit. Zack, meine. Den pushen wir mal kurz für mein Gold. Das war aber knapp. So. Jetzt gehen wir mal Boots holen. Ich habe meinen Mana schon wieder sehr gut verballert, aber mit Boots habe ich das auch schneller laufen kann. Wissen wir. Ist doof. Das kriegt ihr gleich zurück. Ich hoffe, man hört den Hintergrund, den Sound nicht so doll, sondern nimmt normal auf. Haha. Was war das denn vom Shaco? Alter, das war doch völlig nutzlos. Das war völlig Bullshit. Das war doch zu sehen. Was sollte das denn? Was macht der denn hier oben? Der hat wohl lange nicht mehr ihn gespielt, oder was? Ich meine, ich komme einfach nur nicht ran, das ist mein Nachteil, aber... Das war ja eben nur wirklich doof. Nicht doof, dumm. So. Los, gehen wir! Ich komme gerade nicht klar, was der da macht. Ich komme einfach noch nicht ran. Wenn ich da rankommen würde, dann würde das Ganze ja schon anders aussehen. Ich muss schneller sein. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Er wartet natürlich jetzt noch auf den Gang. Den er wahrscheinlich auch sehr bald kriegen wird. Von deren Master G. Nicht G. Immer diese knappen Kisten, das hasse ich. Ich bräuchte ihn doch nur mal kurz alleine. Und dann stehen hier diese Kack-Minions wieder im Weg. Irgendwas ist immer. Nicht geheuer. Dabei. Immerhin habe ich ihn gekriegt. Das, was ich wollte. Ja, Corki 5-1. Wieder mal die Botlane, die nicht so überragend ist. Los, gehen wir. Naja. Fizz kommt top. Wie viele Kills hat Fizz? 0. Ach, nicht mehr gekriegt. Kommt schon. Warum geht er nicht auf den einfachsten auf Fizz? Das ist ein Witz.
Scheißschild! Nun sterbt doch endlich alle. Ich muss hier weg. Ich werde bestimmt durchgegankt. Ich warte mal lieber. Ich habe bisher gar nicht alle Buffs. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ja, was ich dazu sagen soll, ich wünsche, ich hätte einen Teleport. Er wäre jetzt da unten und würde die wegmatzen. Oh, ich hoffe, man hört die Sirenen hier gerade nicht. ich mach mal Zauberraub zuerst. Es hat gerade ein bisschen Vorrang, gerade gegen den da oben. Und die Baggerlohn da unten, die kleinen Noobs, die Deppen, die Sauen. Oh, das ist Sau. Knack, knack, Knirsch im Hintergrund, das hat nichts zu interessieren, das so verursacht nichts. Hat auch nichts zu bedeuten, keine weiteren Bedingungen. Das ist doch so ein Witz. Es ist doch so ein Witz, was macht die Botlane? Ich kann auch gerade gar nichts mehr groß dazu sagen. Das ist unten die Linie feedet wie Bolle. Morgana ist noch halbwegs was gut drauf, das stimmt. Also kann gut spielen, aber... Wow, shit. Zauberung sei Dank, habe ich bestimmt schon hier gerade ein bisschen noch den Arsch retten können. Zauberraub, Zauberraub. Hier ist da unten alles Chlor. Gehen wir mal hier taktisch klug vor und pushen wie die Sau. Zack, 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 zack. Ah, endlich hat mal einen eingekillt. Du, der Turm muss weg. Ich muss in die Teamfights mit rein. Ich muss nach unten da aushelfen. Corki ist mittlerweile, glaube ich, 8 Kills. 8. Ja, komm durch die Minions, komm ruhig. Ich warte allerdings bei dir am Turm. Ah, das glaube ich doch nicht gegen diesen Kacknoob. Mann. Nur weil seine scheiß Fähigkeit noch ist. Oh, das war so Fotze von mir. Ohne Mana einfach mal zurückgehen. Ja, ich sag's tausendmal an den Leuten. Mann, was soll man selbst machen? Mann, das war Fotze. Gegen so einen Deppen verliere ich. Und er spielt ja nun wirklich sichtbar Fotze. Für alle sichtbar. Mann, Mann.
Und das einmal am Turm macht, macht ihn weg, ne? Ja, klar. Einmal da. Und weg. Fast. Nur. Fizz wollte da noch reinjumpen. Der Hund. So, jetzt aber hier. Jetzt hier. Kommt nicht. Hier kommt nicht. Hier. Macht keiner Schaden. Macht keiner Schaden am Turm, sag mal. Zack, weg. Mann, 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 wie viele Mausklicks, wenn man so erstmal den Sound nicht auf Ohren hat und man hört nichts, man hört nur sein eigenes Geklicke und Gebrabbele, was dann hier so, was man eigentlich macht die ganze Zeit, das ist so, what? Haltet mich nicht auf, gehen wir! Ah, Yi ist da unten. Gut, das war meine Fürchtung, dass nur noch Yi hier ist. Ah, pff, ich bin gerade unter Adrenalin. Ich bräuchte jetzt nur noch ein bisschen was Fähigkeiten, aber ja. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich warte noch, ich warte noch, ich warte noch. Ich push jetzt erst. Natürlich, wir müssen Gold kriegen. Und so sehen können, wie das Team wieder stirbt. Mein Leona ist sehr hart tanky, aber... Ah, nervenaufreibend, ätzend. So könnte man das umschreiben gerade. Vor allem, die haben solche geilen Reihen-Jungler, Jumper, Yi, Fizz. Das ist so abartig. Back to the roots, back to the roots. Ich push mal um schnell, vielleicht kriegen wir einen Top Tower. Leona ist wieder da, die wollen also Mitte anscheinend sehr hart fisten. Müsst ihr wissen. Die wollen fisten, ihr wissen. So. Oh, nein, 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 nein. Mir fällt nichts mehr zu ein. Wir müssen das lange durchhalten, dass wir vielleicht ein bisschen gefeedet werden.
Aber sorry, die sind leider einfach... Die sind wirklich... Das ist Fotze. Ich weiß nicht, was die für eine Liga sind. Ich habe nicht nachgeguckt oder ähnliches. Aber die können nicht weit sein. Trotzdem spiele ich mit solcher Scheiße. Muss man anders kann ich es nicht mehr sagen. Sorry. Diese... Die sollten wirklich das Spiel lernen. Wo man über solche Leute flucht, die müssen das Spiel lernen. Und das ist einfach saudumm. Das ist so Fotze. So, Punkt. Ich reg mich gerade auf. Ich bin noch ruhig. Los, gehen wir. Noch atme ich durch den Arsch. Ah, die sehen mich doch. Nee, sehen sie nicht. Ich bin erstaunt. Ja, wenn ich gerade nicht rede, dann ist das nur, weil ich es genieße, wie Corki 13 Kills hat. 13! In 22 Minuten. Klar, mit mir hat vielleicht nichts Not, aber sorry. Das könnte auch wirklich gerade irgendein Kind von, was ich, erste Klasse sein hier. Ja, ich atme tief durch, durch die Arschbacken atme ich durch. So ein Fick, Hat ich schon lange nicht. Und ich hätte auch darauf verzichten können, ganz ehrlich. Nein. Nicht aufgeben. Nicht jetzt. Dann holen wir uns erstmal ein bisschen Rüstung. Super, Fisken Uldi. Geilo. Mato, jetzt müsste ich da mal sein, dann kann ich ihn schönst. Dann... Ich habe immer so die Bilder schon im Kopf, was passiert, wie, wann, wo, wer, aber... Es passiert nicht. Die Range ist Porno. Doch, machen die Baron? Ne, die gingen nicht Baron. Ne, Leona ist Hardcore. 3000 Leben. Tower Fight nehmen wir. Wir haben gar keinen Tower mehr. Nicht wirklich ein Tank oder irgendwas, der da reinstürmen kann. Wir brauchen Leonas Morganas Stun und
immer mal ein bisschen Schaden verursachen, ne? Oh, ich bin konzentriert. Immer dabei labern. Ihr wisst doch selbst, wie es ist. Das ist doch scheiße. Das ist doch nicht möglich. Das ist doch nicht wahr. Finger in dem Popo. Bei diesem alten Zar, Master Yi pusht. Die kleine dumme Sau. Ich hau den eine rein. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass er so hardcore durchzieht. Scheiße, der hat noch sein Ulti ready. Der sah doch vorher schon so schnell aus. Fuck! Dieser Graves. Naja, Verzweiflungstat. Was soll man tun? Da sinkt die Laune gleich wieder so ins erhabene Hohe. Da hat man Bock auf alles. Und zwar die Welt zu erobern und zu zerschießen.